Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 3. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen die Kapelle, beziehungsweise den Eingang zur Kapelle der Läuterung erforscht. Haben auch schon den Shortcut gefunden, sind jetzt auf jeden Fall schon mal drin. Und ja, da müssen wir jetzt Aldrich finden nach Möglichkeit, unseren zweiten Aschefürsten, den wir töten sollen. Wie gesagt, das war ja unsere Hauptaufgabe, bevor wir so ein bisschen abgelenkt worden sind von der gemalten Welt. So, gleich wieder runtergeschickt, den guten. Ah, hier ist der Riese. Ugh. Oh, shit. Oh, shit. Ganz ruhig. Looten? Hep, looten? Leute, Schwertring. Das ist gut. Looten? Explodierender Bolzen. Ich verzieh mich mal, Riese, okay? Ich verzieh mich tatsächlich. Aua, verzieh mich mal. Das ist mir... das muss jetzt nicht unbedingt sein. Tschüss. Okay, aber wir haben Lloyds Schwertring. Das ist eigentlich ein ganz cooler Ring, wie ich finde. Das ist das Pendant zu Lloyds Schildring. Ein Ring der Ritter des Weißen Pfads mit Allvater Lloyds Schwert des Gesetzes als Motiv. Verstärkt bei vollen TP die Angriffskraft. Viel Zeit ist vergangen, seit die Verehrung von Lloyd beim Weißen Pfad üblich war. Die Kleriker von Karim hatten immer nur nachdrücklich behauptet, dass Lloyd nur ein Betrüger war, der sich den Titel des Allvaters selbst verliehen hatte. Ja, der erhöht unseren Angriff, wenn unsere Gesundheit voll ist. Im Generellen muss ich mal ganz kurz sagen, der Ring ergibt so an sich den großen Sinn mehr, wenn ich ehrlich bin, weil wir selten jetzt die volle Energie tatsächlich haben. Dann nehme ich lieber den blauen Tränensteinring. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, gucken wir als erstes mal hier. Ich höre irgendjemanden gehen. Immer auch nach oben gucken. Da ist auf jeden Fall eine Leiter. Die können wir ja als erstes mal angucken. Oh, wir kommen, glaube ich, dem Ding näher, das sich hier bewegt, hä? Ach, das ist wieder so eine Olle. Hallo? Na, willst du mir nicht was vorlesen aus deiner Geschichte, aus deinem Geschichtsbuch da? Aufpassen, hier ist eine Wand. Boah, shit. Shit, Blutungsschaden, ey. Ja. Bewirf die Olle erstmal mit. Bewirf die Olle erstmal mit einer Feuerbombe. Okay, das wird ein bisschen schwieriger. Shit, meine Waffe ist dafür zu langsam, um ihre Fähigkeit auszunutzen. Oh, fick dich doch. Die Stelle hier ist echt nicht nett dafür. Alter, wie flott ist die denn? Die Stelle ist hier halt echt nicht schön, um gegen die zu kämpfen, gegen die Frau, habe ich das Gefühl. Okay, sie macht den Angriff einmal zweimal. Komm, Backstep. Jawohl. Hör auf zu lachen, du alte Schrulle, ey. Ja, hast du verdient. Oh, sogar ein Estus-Flakon. Ja, das ist ja aber viel zu viel des Guten. Alter, ey. Glut. Glut, das tut gut. Ach so, jetzt bin ich wieder hier beim Riesen, oder? Ja, gut. Hat sich da unten der Typ hingestellt? Ist der vom Riesen weggelaufen? Na gut, von mir aus. Ja gut, aber das Schöne ist, ich muss hier nie wieder hoch. Ich meine, die sind an sich kein großes Problem. Die Waffe, also wir hatten jetzt zwei Probleme, sag ich mal. Das erste große Problem war, dass das Gebiet halt sehr schwer war, die zu bekämpfen. Ach, guck mal, wer da oben hängt. Und hier unten hängt, glaube ich, auch noch einer. Na, erstmal den da oben. Okay, er kommt eh runter. Das eine, ah, die kommen beide. Das eine große Problem war natürlich das Gebiet. Nein, nicht runterfallen. Oh Gott. Hm. Nice. Ihr seid runtergefallen. Das eine Ding ist natürlich, dass... lebt er noch? Ja. Also das eine war natürlich das Gebiet und das zweite war die Waffe, die halt den Poys nicht wirklich schnell durchbrechen konnte. Was halt leider, ja, was mir halt leider gerade nicht so ganz geholfen hat. So, dann Rat suchen. Was ist das denn? Das Wunder der verlorenen Seelen gewährt mehr Hilfe aus anderen Welten und offenbart Rufsymbole ohne Glut zu nutzen. Ah, der Glaube ist der Wegweiser der Kleriker. Sie sollten eigentlich nicht auf Wissen aus zweiter Hand angewiesen sein, wie dem auch sei. Dieses Wunder wurde von Seele an Seele weitergegeben und bietet den Verlorenen einen winzigen Funken Hoffnung. Schön. Warum brauche ich aber hier auch nicht mehr herkommen, ey? Das hier ist kein schönes Gebiet zum Kämpfen. Ich hasse es, wenn ich irgendwo runterfallen kann immer. Oh, hallo.
Komm her, Freundchen. Ach, shit. Als hätte ich's geahnt. Das Gebiet ist scheiße für meine Waffe. Natürlich nehme ich ausgerechnet so eine Waffe, die super schlecht ist. Für das Gebiet. Das ist eine Mimik, oder? Ich glaube, ich habe sie... Ich glaube, ich habe sie... eingefroren kurz. Ah, Mann, lass mich anvisieren. Ich glaube, ich habe gerade den Frostschaden auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, die Waffe muss noch ein bisschen verstärkt werden, um richtig schön zu sein. Ah, sehr gut. Häus durchbrochen und besiegt. Ah, was finden wir hier? Foliant des Abgrunds. Ein weiterer Blindenschrift-Foliant. Ein göttlicher Foliant des Abgrunds, geschrieben in Blindenschrift. Er gehört den Diakonen der Kathedrale. Gib ihm einem Geschichtenerzähler, um die Wunder des Abgrunds zu lernen. Der Foliant soll den Diakonen des Abgrunds den göttlichen Schutz lernen. Später wurde er jedoch um finstere Geschichten ergänzt, sodass er nun als ketzerisches Werk gilt. Eieiei. Na, ob wir das der armen Irina zu lesen geben sollten, ich weiß ja nicht so recht. So, aber hier war doch irgendwo noch ein zweiter von den Typen, die hier runtergefallen waren. Von diesen Sklaven. Ich lasse mich doch nicht so einfach austricksen, Freunde. Ah, da ist er ja. Wenn ich ihn jetzt noch anvisieren dürfte, wäre auch nett. Danke. Komm her. Hier kann ich wenigstens wieder kämpfen. Kann ich wenigstens die ganze Macht meiner Sense benutzen. Ach, was bist du denn jetzt für einer, ey. Na, dann komm mal du her. Ich kann mich ja eigentlich mal heilen kurz. Kling. Ich benutze bei der Sense eh nicht so oft die Fähigkeit. Ah, er hat einen fetten Schild. Da wird meine Sense schwer durchkommen. Na, komm her. Erstmal buffen, das ist richtig. Okay. Und Backstab. Oh, ich habe ihm Frostschaden zugefügt. Das hat man dadurch gemerkt. Shit, das hat er noch. Achtung. Ja, genau. Solange der nämlich gebufft ist, bleiben nach seinen Schlägen solche, ja, solche Wunder zurück, die explodieren können. Sehr schön. So gefällt mir das doch. Oh, Kathedralenritterstulpen. Sehr gut, kriegen wir auch gleich noch deren Ausrüstung. Da, massive Eisenstulpen, die von den Rittern getragen wurden, die der Kathedrale des Abgrunds dienten. Die abstoßenden Kreaturen des Abgrunds locken immer wieder die Törichten an, die doch Ritter der Kathedrale, doch die Ritter der Kathedrale sind bereit, solche Eindringlinge mit ganzer Macht entgegenzutreten. Solchen Eindringlingen mit ganzer Macht entgegenzutreten. So, gucken wir uns hier mal noch ein bisschen weiter um. Hinten habe ich noch ein Item gesehen. Das sieht ja irgendwie gefährlich aus. Glut. Oh, was bist du denn? Aua. Oh Gott, der verflucht. Der kann verfluchen, das gefällt mir ja gar nicht. Oh Gott, und der hält auch eine ganze Menge aus, der Olle. Komm, spring doch nochmal. Das hat mir gefallen. Komm, ich muss den Frostschaden durchkriegen. Komm, spring doch nochmal. Das scheint der einfachste Angriff zu sein. Oh yes! Schön immer auf den Kopf getroffen. So, das war's mit dir, was auch immer du sein sollst, du blödes Vieh, ey. Saphir von Aldrich. Ein Ring, tatsächlich. Diesen deformierten Ring hat Aldrich der abgründigen Heiligen zurückgelassen. Der abgründige Heilige zurückgelassen. Regeneriert FP aus kritischen Angriffen. Aldrich, berüchtigt für seinen Fleischeshunger, hatte anscheinend den Wunsch, seine Freude am Aufsaugen der letzten Lebenszuckungen und das Laben an den Schreien seiner Opfer mit anderen zu teilen. Okay, der hat diesem Vieh das Ding gegeben, oder wie? Naja, gut, von mir aus.
Nie wieder so ein Vieh bekämpfen, ganz ehrlich. So. Ach, jetzt sind wir in dem Großraum hier. Ich glaube... Ah ja, da ist auch der Riese. Ah ja, genau, ich wusste es. Hier werden wir nämlich invaded von Kirk. Und Kirk kennt vielleicht der ein oder andere noch aus Dark Souls 1. Der hat uns nämlich damals schon invaded. Und zwar einmal in den Tiefen. Einmal auf dem... Ach shit, hat er mich gesehen? Einmal in am Beginn der Dämonenruinen und einmal ganz am Ende der Dämonenruinen. Beziehungsweise in Izalith dann. Der war ja quasi auf der Seite der Schwestern des, der Chaos-Schwestern. Und hat mit denen ein bisschen zusammengearbeitet. Und jetzt scheint er uns wieder zu invaden. Und der hat diese Rüstung an, da muss man ein bisschen aufpassen. Die macht auch Schaden, wenn wir die nur berühren. Also wenn er uns da beim Rollen entgegentrifft. Ich glaube, ich habe ihm Frostschaden zugefügt. Er war schon in Dark Souls 1, fand ich nicht ganz so stark, aber er hat in Dark Souls 1 hat er sogar noch eine Fat Roll gehabt. Hier scheint er jetzt wenigstens keine Fat Roll zu haben. Hat er keinen Estus? Finde ich interessant. Ein Invader, der mal keinen Estus benutzt. Da haben wir gerade Schaden gekriegt, als er gegen uns gerollt ist, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt. Da zum Beispiel wieder gerade. Und tschüss. Ja, für wen er diesmal wohl invadet, gucken wir mal. Wir haben sein Stachelschwert und sein Stachelschild auf jeden Fall erhalten. Das gab es ja damals in Dark Souls 1 auch. So, erstmal der Stachelschild. Schild von Langfinger Kirk, dem berüchtigten Dornenritter. Die Oberfläche ist mit Dornen besetzt. Seine tückische Bauart macht ihn zu einer effektiven Waffe. Die Dornen können den unglücklichen Opfern schwere Blutungen zufügen. Fertigkeit Schildangriff. Ja gut, wenn man den Gegner damit zum Bluten bringen will, ergibt es Sinn, dass man damit einen Schildangriff macht, ne? So, und dann sein Stachelschwert. Stachelschwert. Wo ist es denn? Oh, da. Stachelschwert, warte. Das Schwert von Langfinger Kirk, dem berüchtigten Dornritter. Seine Klinge ist mit tödlichen Dornen übersät. Die Dornen dieser unheimlichen Waffe verursachen schlimme Blutungen. Fertigkeit Haltung. Ach, das hat er uns ja gerade gezeigt. Ja, aber den haben wir recht gut besiegen können, muss ich sagen. Ja, ich meine, unsere Waffe ist... unsere Waffe ist schon ganz cool, finde ich. Was kommt denn da für Scheiße raus, ey? Oh, da ist noch ein zweiter. Ah, und das kotzt immer wieder, das Vieh. Boah, ehrlich. So, hier wäre der Riese. Ach Gott, aber da habe ich eigentlich ehrlich gesagt keinen großen Bock drauf, den zu bekämpfen. Vor allem, weil man sich in dieser Pampe nicht richtig bewegen kann. Das macht echt keinen Spaß, dagegen den Riesen zu kämpfen. Ich meine, man könnte es für die Items machen. Wir werden es später vielleicht mal noch machen. Aber erstmal will ich gerade ein bisschen vorankommen. Weil ich will den ganzen Weg nicht zwingend nochmal laufen müssen. Hier kann man sich ganz gut bewegen. Hier ist sauber gemacht worden scheinbar. Ich denke mal, dass das da die Scheiße des Riesen dann halt auch sein soll. Der sitzt halt die ganze Zeit in seiner Scheiße rum. Flamberge, ich weiß nie. Ich habe nie rausgefunden, wie man dieses Schwert überhaupt ausspricht, um ehrlich zu sein. Ein Großschwert mit gewellter, dem Feuer nachempfundener Klinge. Seine Angriffe verstümmeln das Fleisch und verursachen Blutungen. Fertigkeit Haltung, das kennen wir schon. So, da drüben habe ich noch so einen fetten Ritter gesehen. Aber wir sind ganz gut vorangekommen bisher, muss ich mal sagen. Das muss ich ja mal lassen. Wir sind bisher echt gut vorangekommen. Hier gibt's... Okay, was macht das? Hey, Ritter! Hallo? Bist du blind? Lass uns hier mal in der Freiheit kämpfen. In der Freiheit, im Freien kämpfen. Nimm das! Habe ich ihn gerade eingefroren tatsächlich? Sah so ein bisschen aus. Ah, Mist. Aber er hat sich noch nicht gebufft. Ah, gut. Ein bisschen spät fürs Buffen, mein Freund. Das heißt, ich muss nicht aufpassen, dass irgendwas explodiert. Das ist immer sehr schön. Kann ich das Ding betätigen? Oh ja, was macht denn das? Ah, okay. Jetzt fährt das Teil hoch. Na gut, von mir aus. Soll halt mal so sein, ne? Soll halt mal so sein. Oh, hier gibt's einen Weg. Oh, hier gibt's so viele Wege, ey. Oh, da hockt ja noch so ein Riese. Tschüss.
Ich hätte jetzt voll damit gerechnet, dass hier irgendwie ein Gegner direkt... Ich dachte, da kam einer von hinten. Wollte schon sagen, ha, ich hab's gewusst. Ich höre die doch. Ist das ein Shortcut? Du bist so einer. Mal bevor ich da runtergehe, gucke ich mich hier erstmal um. Bevor ich da runtergehe, gucke ich mich hier erstmal um. Es scheint zwei Türen. Okay, das ist ein Fahrstuhl. Und was ist die andere Tür dann? Ah, hier geht's zum Bonfire, alles klar. Dann gucken wir mal ganz kurz, wo der Fahrstuhl hinführt. Interessant. Zwei Türen hier. Warum die beim beide verschlossen waren, weiß ich aber auch nicht. Man muss ja eh zu der einen hier kommen. Oh, hallo. Ah, jetzt sind wir wieder hier vorne. Guck mal einer an. Ah, ich habe einen Estus dafür gekriegt. Das ist ja nice. Jetzt sind wir wieder hier vorne, alles klar. Ist ein Shortcut nach hier vorne. Fairerweise. Ich sag mal noch nichts dazu. Das ist ein Shortcut nach hier vorne erstmal. So. Na gut, ich meine, dann hole ich mir natürlich noch das Item da unten. Ich meine, ich kann ja die Feuerbombe benutzen dafür. Um dem Vieh erstmal ein bisschen viel Damage zu geben. Sehr schön. So muss das laufen, große Seele. Und was ist das für ein Item? Giftbissring. Nice. Der Giftbissring, der erhöht Giftresistenz. Einer der Bissringe aus Karim erhöht die Giftresistenz. Die Herstellung dieser Ringe ist verboten, vielleicht aus Furcht vor formbarem Stein. Kleriker frönen aber dennoch dieser Kunst, oder was stand da? Irgendwie sowas. Wo komme ich denn jetzt raus? Ach, ich bin wieder hier. Okay, dann habe ich den Gang wohl damals einfach übersehen, kann das sein? Dann habe ich den Gang damals einfach übersehen. Was stirbt hier eigentlich immer? So, aber wir haben ja gerade den Shortcut freigeschaltet. Ich meine, da ich jetzt mich da oben gerade schon um eine ganze Menge Gegner gekümmert habe, nutze ich jetzt mal das Bonfire nicht, zumal ich gerade auch ein Estus wieder zurückgekriegt habe. Das wäre ja sinnlos, das da zu verbrauchen gleich wieder. Aber gut, ein weiterer Shortcut, das ist doch schon mal schön. Da kommen wir zumindest bis hier schon mal. Ich meine, jetzt könnten wir ja theoretisch gegen den Riesen kämpfen, ne? Ich meine, da gibt es ein paar Items. Erstmal, da sind ja noch zwei von denen. Ich meine, ich frage mich, ob ich, wenn ich dieses Ding hochgefahren habe, ob ich damit irgendeinen Vorteil beim Kampf gegen den Riesen habe. Okay, das macht einfach Schaden. Ah, das vergiftet, okay. Der hat Giftschaden genommen. Gut zu wissen. Ich meine, das Problem ist, dass man hier halt nicht sich richtig rollen kann. Das ist halt das, was ich hasse. Deswegen ich da eigentlich keinen großen Bock drauf hätte. Ich weiß auch nicht, wie viel der aushält, um ehrlich zu sein. Ugh. Schwierig hier sich zu bewegen. Ah, Mist, genau das ist halt das Problem. Wenn du fett rollst, dann trifft dich der Riese natürlich öfter. Oh, nee. Ah, Estus. Okay, der haut einfach öfter mal daneben. Gut, aber das gefällt mir. Sehr gut. Perfekt gerollt. Perfekt die Iframes der Fat Roll genutzt. Man muss aufpassen, der kann halt auch greifen. Das macht natürlich richtig Schaden. Ich glaube, das macht er recht selten. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben der noch hat, um ehrlich zu sein. Okay, scheint auch noch ein bisschen was zu haben. Okay, was hat er jetzt gemacht? Man sieht ihn halt gar nicht, weil man die ganze Zeit nur mit seinen Füßen zu kämpfen hat. Ah, oh, das lief echt gut. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, das wird schwieriger. Aber das hat echt gut geklappt. So, kann ich mir hier die Items holen?
Kapuze einer Maid, Robe einer Maid. Oh, wurde die hier geopfert wahrscheinlich? Ah ja, die wurden hier dem Riesen entweder geopfert oder sind hier runtergefallen. Kapuze einer Maid, die weiße Kapuze der reisenden Maid, der reisenden Maiden. Unabhängig von ihrem Rang ist sie Teil ihrer Tracht. Sie ist weich und von guter Qualität, aber da sie kaum Schutz bietet, ist sie für die Schlacht eher ungeeignet. Ja, wahrscheinlich wurden die auch an Aldrich geopfert, ne? War das was Falsche? Robe einer Maid. Das ist das Gleiche. Handschuhe einer Maid, das ist das Gleiche. Und Rock einer Maid, das ist auch nochmal das Gleiche. So, hat der Riese das fallen lassen hier? Ah ja, wenn das Jauche-Küchlein waren, hat bestimmt der Riese das fallen lassen. Und das bestätigt nochmal meine Annahme, dass es sich hierbei um seine Scheiße handelt, in der wir uns gerade bewegen. Richtig nett. Wenigstens sind hier nicht wieder irgendwelche Fliegen. So, was öffnet mir diese Tür? Hallo? Wie wir diese Türen immer überhaupt aufkriegen, ey. Die sind so massiv ja eigentlich. Die sind ja eigentlich so fucking massiv. Und gleich noch eine Tür? What? Oh, wer hat denn hier so viele Türen eingebaut? Ist ja schrecklich anstrengend. Oh, ein Item. Noch ein Item. Einfach so. Na gut. Heiligenzweizack. Ach, guck mal, da ist die Brücke, auf der wir auch schon waren. Und zwei Heimatknochen. Ist auf der anderen Seite auch noch was. So wegen Symmetrie und so. Nee. Der Heiligenzweizack. Was ist das denn für ein Wäffchen? Mhm. Ich finde ihn gleich. Wir haben zu viele Waffen. Verdammt. Ein silberner Zweizack verziert mit einem heiligen Symbol, der früher dem heiligen Klimt verwendet. Vom früher von dem heiligen Klimt verwendet wurde. Er legte die Waffe ab, die sich aus dem Glauben ihres Trägers nährt, nachdem er seinen eigenen Glauben verloren hatte. Fertigkeit Vorstoß. Haltet den Speer auf Hüfthöhe und stürmt auf den Gegner zu. Verwendet dabei einen starken Angriff, um die Reichweite des Vorstoßes zu verringern. Ich vermute mal, dass das wahrscheinlich einer der Typen war, der zusammen vielleicht mit der Maid dem Riesen geopfert wurde. Und der hat sich dann hier einfach, hat die Maid quasi dem Riesen geopfert. Beziehungsweise hat den Riesen die Maid verzehren lassen und hat sich selbst dann hier geflüchtet, ist selbst dahinter geflüchtet, ist da dann aber natürlich gestorben, weil er nie wieder zurückgehen konnte. Ach, wie fucking widerlich. Ganz ehrlich. Seriously, das ist doch nicht normal. Das ist doch... Boah. Warte, Eingang weiter bitte. So, erstmal hier waschen. So, dann können wir uns jetzt in der Richtung mal ein bisschen weiter bewegen. Da ist noch einer von diesen Riesen, ey. Ugh. Ugh, ugh, ugh. Das gefällt mir ja weniger. Kann ich damit auch so ein Ding wieder hochziehen? Da kann ich den Riesen... Ich meine, theoretisch kann man dadurch dann sich einfach hier hinstellen und den Riesen abschießen, weil der kann einen ja dann nicht erreichen, ne? Wenn man das Ding hier hochgefahren hat. So zumindest meine Vermutung. Der sollte einen ja nicht erreichen können. Na gut. Ach, habe ich noch Bomben? Habe ich noch schwarze Feuerbomben? Ich meine, ich könnte Feuer... Ah ne, ich kann kein Feuer auf die Waffe machen. Weil es eine Bosswaffe ist. Die kann man nicht zusätzlich verzaubern. Oh, hallo, du Blöder. Ja, pass mal auf. Ach, scheiß drauf. Okay, weißt du was? Wenn du das so willst, das Spielchen, dann können wir das Spielchen gerne so spielen. Aha. Sind hier noch mehr von den Schleim? Schnell erledigen, bevor mein Feuer ausgeht. Sehr gut. Ist hier noch einer von den Schleim? Bevor der Riese aufwacht. So viel dazu. So. Die mal schnell fertig gemacht. Sehr gut. Da ist noch einer der Schleime. Oh, da sind noch zwei von den Schleimen. Kann der Riese die eigentlich auch zerstören, die Schleime? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Jetzt ist nämlich mein Feuer aus. Wow, was bist du denn? Lass mich mal aus deiner Kacke fortbewegen als erstes.
Jetzt bewirft er mich auch noch mit seiner Kacke, ey. Was ein Wichser. So widerlich. Ganz ehrlich, so fucking widerlich. Setzt er sich jetzt wieder hin? Jetzt habe ich leider kein Feuer mehr und leider auch keine Energie mehr. Was bist du denn? Für eine hässliche Made, ey. Untoten Jägeramulett, okay. So, es sind noch ein paar Schleime hier. Ich würde mich erstmal jetzt... Naja, das Problem ist, ich kann mich um die Schleime kümmern, aber ich mache halt keinen Schaden. Ich hoffe mal, dass der Riese den Schleim Schaden zufügen kann. Weswegen es eigentlich dumm ist, dass ich den Riesen angreife und versuche zu töten, aber hey. Ich weiß, dass ich nicht der intelligenteste Mensch bin. Aber fairerweise gefährlich sind die Schleime ja jetzt auch nicht. Ah ja, er kann den Schleim Schaden machen, sehr gut. Dann nutze ich das auf jeden Fall aus. Soweit das geht. Die Schleime sind halt gerade einfach nicht da. Ach komm. Ja, ein Schleim tot. Ich glaube, ein Schleim ist da noch, aber um den könnte ich mich ja dann auch kümmern. Im Notfall. Jawohl, Riese besiegt. Dann kann ich jetzt ja mal wieder auf meine... Na, wobei... Wie ich dann voll immer in die Eier des Riesen gucke. So, jetzt ist da noch ein Schleim. Große Titanitscherbe, sehr gut, wieder was zum Verstärken. Den können wir jetzt noch schlagen. Ja gut, mit dem Stich geht das ganz gut. So, und zack. Was? Na also. Ich glaube, der Dunkelheitsschaden hilft da tatsächlich auch schon. So, jetzt gehen wir ja langsam die Ästes aus. Jetzt sollte ich vielleicht wirklich langsam mal den Rückweg antreten. Alles zu seiner Zeit. Aber wir haben es ja... Wir sind ja ganz gut vorangekommen. Ich meine, wir haben die beiden Riesen schon besiegt. Ah, eine bleiche Zunge. Eine weitere. Davon hatten wir schon eine... die Drangrüstung. Ich glaube, wir hatten schon eine bleiche Zunge, oder? Ja, ansonsten hätten wir, glaube ich, die Möglichkeit noch nicht bekommen, gegen den Darkwraith zu kämpfen, ja. Nee, ich wollte aber die Drangrüstung angucken. Eine Rüstung der Drangritter, der erklärten Nachfahren des Landes, das für die Legende der Feuerbindung berühmt ist. Diese edle Rüstung, die mit seltenem Geistahl verstärkt wurde, ist zugleich leicht und robust. Die Drangritter waren gefürchtete Söldner, bis ein Verrat sie in den Abgrund zwang, wo sie für immer voneinander getrennt wurden. Die würde, glaube ich, auch cool aussehen, oder? Ja, dann sehe ich auch was. Ich meine, man muss das ganze Set sich mir vielleicht mal gleich angucken. Ah, die hat an sich auch was. Ah, die Drang-Stiefel. Sehr schön. Steht wahrscheinlich das gleiche, oder? Wo sind sie denn? Da. Stiefel, diese edlen Stiefel, die mit seltenem, die Drang-Ritter, ja. Ja, dann ziehen wir doch die Drang-Rüstung an. Da liegen da wahrscheinlich noch die Handschuhe, oder? Ja, Drang-Stulpen. Nice. Was auch nochmal das Gleiche. Ich meine, ich glaube, die Rüstung ist insgesamt schlechter, deswegen wiegt sie, glaube ich, auch nicht so viel. Ja, mit der wiegen wir fast nichts, aber ist das da noch ein Item oder leuchtet das nur? Aber ich meine, ah ja, Drang Doppelhammer. Wäre auch eine Idee, noch eine Doppelwaffe, eine neue, mit zwei Hämmern. Wäre eine Idee. Ich bin am überlegen, aber wenn wir zum Beispiel jetzt mehr Gewichtsplatz haben, können wir ja vielleicht noch eine zweite Waffe auf unseren Gewichtsslot legen, dann können wir schneller wechseln. Wo sind denn die Doppelhämmer jetzt? Oh, jetzt geht's. Ich muss mal die Sachen in die Kiste packen, ey, die ich nicht benutze. Ah, da. Ein paar Hämmer der Drang-Ritter, den Nachfahren aus dem legendären Land der Bindung des Feuers. Ja, Drang Lake halt, ne? Die Ritter lösten ihre Gemeinschaft auf und verdingten sich als Söldner, die schnell wegen ihrer schildlosen, aggressiven Taktik gefürchtet wurden. Fertigkeit Wirbelschlag schlägt in einer großen Drehbewegung. Ja, warte mal, das würde mich mal ganz kurz interessieren. Kann ich die Sense auch drauflegen, ohne dass ich überladen... Ah, schade, nicht ganz. Da fehlt mir tatsächlich nur noch ein bisschen... Ach, sehr gut. Endlich raus aus der Scheiße, ey. So, ach Gott, da sind schon wieder solche Kathedralenritter. Na gut. Oh, da sitzt sogar ein... Hat mich da... Ach, das ist ein Pyromant. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich bin ja jetzt nicht mehr ganz so feuergeschützt mit der Drang-Rüstung. Aber ich finde, sie sieht halt ganz cool aus, ne?
Hat schon was. Erstmal dich. Ah, die halten aber auch ein bisschen was aus. Aber ich glaube, die hielten vorher auch so viel aus, ne? Es ist jetzt nicht, dass die auf einmal mehr aushalten würden. Eine große Preisfrage ist, haben... Ach Gott, da stehen noch zwei. Haben diese Ritter hier Bock, gegen mich zu kämpfen? Oder kann ich an denen vorbei? So, ich störe hier nur ungern das Gebet. Ah, die Ritter interessieren sich nicht für mich. Das ist ja sehr nice. Ich störe hier nur ganz ungern das Gebet, aber ich muss hier mal durch. Die werde ich mich dann vielleicht gleich noch kümmern. Die muss ich mich wahrscheinlich gleich noch kümmern. Gucken wir erstmal, was hier ist. Auf der symmetrisch anderen Seite ist dann dementsprechend auch nichts. Na, da haben sie es wenigstens konsistent gehalten. So, oh, wieder ein Fahrstuhl, Mensch. Von denen habe ich ja noch gar keinen gesehen. Zack, einmal nach oben. Ah ja, die Richtung ist richtig. Okay. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ah, ist klar. Beziehungsweise, nee, ich glaube, ja, wir sind bloß wieder oben. Aber wir sind jetzt bei einer anderen Tür. Und die öffnet uns... den Shortcut zurück zum Bonfire tatsächlich. Ja, und wisst ihr was? Wenn wir eh schon mal hier sind, dann kann ich ja gleich mal... Wenn wir jetzt eh einen Shortcut freigeschaltet haben, kann ich ja gleich mal einen Heimbekehrknochen nehmen. Und dann machen wir zurück. Skillen eine Runde. Ich glaube, fürs Aufleveln haben wir jetzt nicht viel gefunden. Ich glaube, kleine Titanitscherben haben wir, glaube ich, nicht genug. Also fürs Waffenaufleveln, aber fürs normale Aufleveln haben wir natürlich ein bisschen was. Dann gib mir nochmal bitte Stärke, meine gute Feuerhüterin. Sehr schön. Ich kann mal gucken, ob ich mit dem Rest der Seelen mal was kaufen kann. Ach, warte mal, ich wollte doch eigentlich Belastbarkeit skillen. Na gut. Never mind. Never mind. Ich meine, ich kann hier kleine Titanitscherben theoretisch kaufen. Ach, warte mal, wir haben noch... Wir haben noch diesen... diesen Folianten gefunden, ne? Den will sie doch vielleicht haben. Wobei, stimmt, dann kann ich mit den restlichen Seelen gleich mal das Folgende machen. Ja, ich habe da noch was für dich. Und zwar den Foliant des Abgrunds. What's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Of course, if you insist, I will read them for you. Only... Oh, they frighten me so. The little creatures that nibble at me in the darkness. Ja gut, dann sind wir vielleicht mal nicht so, ne? No, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of Ah ja, das hatten wir schon. If I had a divine toe, oh, terribly sorry. Ja, ja, in Blindenschrift, das hatten wir schon mal. Ja, aber wir können ja Auffrischung, wie viel habe ich? 5700. Dann kann ich ja schon mal das für 3000 lernen. Da haben wir weitere dunkle Wunder, zum Beispiel tiefer Schutz. Dieses Wunder wird an eingeweihte Bischöfe der Kathedrale des Abgrunds weitergegeben. Verstärkt Angriff, Schadensminderung und alle Resistenzen leicht und beschleunigt die Ausdauerregeneration. Der Abgrund war einst ein friedlicher und heiliger Ort und wurde zur letzten Ruhestätte vieler abscheulicher Dinge. Diese Geschichte der Tiefe bietet jenen Schutz, die inmitten dieser Schrecken beten. Hier muss man ganz klar sagen, hier ist es ein bisschen schwierig, weil im Deutschen das auch als Abgrund übersetzt wurde, was ja schon der Abgrund, was aber nichts mit dem Abgrund zu tun hat, den wir aus Dark Souls 1 beispielsweise kennen. Im Englischen gibt es dafür zwei unterschiedliche Begriffe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es im Japanischen ist, aber im Englischen gibt es auf jeden Fall zwei verschiedene Begriffe. Da gibt es einmal den Abyss, das ist der Abgrund, den wir aus Dark Souls 1 kennen, der durch die Dark Soul entstanden ist. Und dann gibt's noch The Deep. Die Kathedrale heißt nämlich auch nicht Kathedrale des Abgrunds im Englischen, sondern Cathedral of the Deep. Das ist wiederum ein anderer Abgrund. Und was es mit diesem Abgrund zu tun hat, da kommen wir vielleicht noch zu. Das ist im Deutschen sehr verwirrend, wie ich ehrlich gesagt finde. Dieses dunkle Wunder wird in der Kathedrale des Abgrunds gelehrt. Ruft einen Insektenschwarm, der an Feinden nagt. Die kleinen Kiefer der Insekten sind mit scharfen Fangzähnen versehen, die Löcher in die Haut reißen und sich im Handumdrehen ins Fleisch bohren. Verursacht schwere Blutung. Ach, das ist das, was die komischen Frauen da immer auf mich werfen, ne? Frevlerisches Wunder der schwarzen Kirche von Londo segnet Leichen und verwandelt sie in Fallen. Ach, das hatten wir schon mal. Ja, weißt du was, dann lass mich mal das 3000er-Ding kaufen und...
das 1500er Ding und dann noch eins von den 1000ern. Tränen der Verleugnung müsste ich mal irgendwann kaufen, das ist eigentlich ganz cool, weil damit haben wir eine zweite Chance. Alles klar. Danke. So, wir können mal kurz noch bei Yuria vorbeischauen, ob die noch was zu uns zu sagen hat, außer dass wir Orbeck töten sollen. Wäre vielleicht mal ganz schön zu gucken, ob sie da noch was zu uns zu sagen hat. Außer dass wir wieder Orbeck töten sollen. Hey Yuria, na, geht's dir gut? Okay, muss mal gucken, ob ich mich um den kümmern muss. Das werden wir bald schon rausfinden. Wie gesagt, da werde ich dann mal schauen, ob das wichtig ist vielleicht, aber gut. So, jetzt nehmen wir erstmal wieder die Sense, die wollte ich ja eigentlich benutzen. Irgendwie sind die Gegner aber da sehr anfällig für Feuer, ne? Wisst ihr, was wir mal machen können, ganz kurz? Wir können mal Lutleth töten, tatsächlich, so böse das klingt. Dann kann ich mal zeigen, was passiert, wenn man ihn tatsächlich tötet. Ja, ich müsste auch treffen. Erstmal schreit er groß rum. Und man bekommt von ihm den Schädelring. Und der... Gegner entdecken ein Leichter. Eines von Kurlands abgeleiteten Wundern entstand aus der Seele eines Seelenzerrers. Man wird leichter von Feinden entdeckt. Der Seelenzerrer war eine unersättliche Bestie, die Seelen verschlang, um mächtiger zu werden. Selbst nach der Verbrennung ihrer Leiche soll der stechende Gestank der verbleibenden Seelen die Luft dauerhaft verdorben haben. Ganz toll, oder? Man wird leichter gesehen. So, jetzt lade ich das Gebiet nochmal ganz kurz neu. Reicht das schon? Ah ja, ich glaube, er ist wieder am Leben. Er kann halt nicht sterben, er ist halt unsterblich, er ist halt ein Aschefürst, ne? Solange wir ihn nicht zu Asche führen. Ah ja, er ist noch tot. Okay, ich muss das Gebiet, glaube ich, doch ganz neu laden. Der ist noch nicht wieder... Ja, aber ich habe jetzt schon verraten, dass er natürlich wieder ans Leben kommt, sonst hätte ich das natürlich nicht gemacht. So, lad doch den Feuerbandschrein nochmal neu, mein Freund. Die Rüstung sieht schon... Die hat schon irgendwie was, ne? Die hat schon so ein bisschen was. Weil wenn ich mir überlege, dass wir vielleicht wirklich Herr der Hüllen werden wollen, dann hat so eine schwarze, dunkle Rüstung natürlich gewiss was. So, jetzt aber. Ah, it singeth to the bone. It hurts. Please, help me. Be done with me. No, God, no. I cannot bear it. Ja, ich denke mal, das ist quasi sein Albtraum daran, wie er damals als Aschefürst einmal verbrannt worden ist. Komisch, dass er das dann wieder machen will, ne? Ja, ja, du bist nur eingenickt. Nö, erstmal nicht weiter. Ah, most illustrious Lord Seeker. Or should I say... Lord Slayer. Ach, weil wir die Asche, die Abyss-Watcher. Kindling for the thrones, is it not? Each soul truly worthy of lordship. And all slain by thy hand. Erst eine. To their thrones, even in death. War ja erst eine. Oh, I have no qualms. For as we are to our thrones, thou art to thy duty. In fact, methinks thou hast helped these poor lords along their rightful path. Ah. Okay, ist das gleiche nochmal. Tschüss. So. Das war's dann aber für heute. Und beim nächsten Mal werden wir natürlich in der Kapelle der Läuterung noch ein bisschen weiter machen. Wir sind recht weit gekommen. Ich denke mal, vielleicht finden wir jetzt bald schon Aldrich. Ich meine, weit kann es ja nicht mehr sein. Irgendwo muss der Typ ja vorkommen, ne? Aber ich würde sagen, wie wir Aldrich hoffentlich finden, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 3. Bis dahin. Ciao.